Let's play. Irgendwie erreicht habe. Und ich bin bei Dracon gespawnt, also bei Elektro. Dracon, bist du Franzose oder was? Dracon, du Aschelocke. Ja, super, ach super, ich kann hier nichts. Ah, doch, hier. Open Door. Ah. So, jetzt erstmal weg vom Meer hier, von der Lautstärke. Und komm ich durch? Nein, kommst du nicht. Doch, ich komm durch. Oh Mann. Alter, ich bin jetzt hier auf so einem Apartment-Gebäude. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man die Dinger looten kann. Da haben wir nicht danach aus, aber vielleicht könnte man die Türen drunter auch öffnen. Aber das ist interessant hier, was die gemacht haben, ehrlich. Das gefällt mir richtig gut. So, und jetzt wünsche ich mir ein Pferd oder einen Hund oder beides. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Oh mein Gott, ich wäre fast runtergelaufen hier vom Gebäude. Fast runtergelaufen? Roffel. Ja, laufen. Ich hoffe, dass ich jetzt gleich auch... immer dunkel und hell wird wieder, ey. Das nervt mich irgendwie. Ich weiß nicht, was du meinst. Ach so, wenn du in die Sonne schaust. Ja. Nicht ja, das die Sonne, einfach das der Himmel. Das ist dank Arma, hier mit Iris-Effekt, dass dein Auge weiter aufgeht und sich weiter schließt, deine Pupille. Ja, schön für Realismus, irgendwie ein bisschen nervig für... weiß ich nicht. Nee, nicht nervig. Ist nicht nervig, Quatsch. Ist halt so, ist ja Realismus. Genau, es ist so. So können wir das schön beschreiben. Es ist einfach so und wir können es akzeptieren oder das Spiel löschen, unsere Accounts löschen, Festplatte formatieren... Und danach den Computer in die Mikrowelle stecken. To-do? Ja. Ich bin für immer in dieses Gebäude gefangen. Wieso? weil ich nicht runterkomme. Kriegst du die Leiter nicht anvisiert, oder was? Okay. Den Aufzug? Schon gut. Hast es geschafft? Ja. Ausnahmsweise, wow! Man muss ja erstmal ein bisschen durchsteigen. So, und ich bin jetzt in Elektro. Boah, war das knapp. Elektro? Ja, und ich habe noch kein einziges Fahrzeug gesehen. What the fuck? Fehlermeldung? Ja, hatte ich gerade. Ja, pass auf, ich suche mir jetzt erstmal ein bisschen Loot zusammen und dann komme ich vielleicht in deine Richtung. Vielleicht. Vielleicht auch umgekehrt, wenn ich schneller bin. Ja, kommt halt drauf an, was wir finden. Ne? Ich finde schade, dass hier nicht wie in Wasteland ist, dass du in den Autos Waffen findest. Ja, das wäre schön, ne? Das wäre ein geiles Feature. Dann wärst du ruckzuck ausgerüstet hier. Ich finde sowieso, in DayZ könnte man auch ein paar Sachen im Auto finden, weil, ne, ist ja realistisch eigentlich. Ich glaube, das ist ja sogar implementiert, aber nicht zur Genüge. Meistens findest du nur leere Dosen oder so. Ah. Immer noch kein einziges Fahrzeug hier. Was ist da los? Was? Oh, ich höre nichts mehr. Hallo? Gar nichts. Auch nicht über Teamspeak? Hallo? Moment, ich höre nichts. Ich habe mein Headset mal kurz ausgeschalten. 1, 2, 3, 4, 5. Du bist ein lustiger Trottel, du. Jetzt höre ich dich wieder. Warum? Was los? Ach so. ich wollte dich nur beleidigen, weil du mich nicht hörst. Arschloch. Was war denn das jetzt? Ich habe ein geiles Motorrad gefunden, aber das ist, glaube ich, Schrott. Ja, kannst du kriegen. Zombies von allen Seiten. Ich bin im Haus gefangen. Ohne Waffe. That's great, bro. Tell me more about it. Shut the fuck up. Okay. Wieder Papagei. What the fuck? Kenn ich immer noch nicht. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay, ich bin beim Krankenhaus und hier wurde die Scheibe schon eingeschlagen. Und was das bedeutet, das wissen wir. Dass du uns ein paar Bloodbags mitbringst. Ja, eins. Wow. Moment mal. Ich hab gerade... Schlurfgeräusche gehört. Schlurfgeräusche? Ja, diese Schlurfgeräusche. Trinken? Wenn jemand, ach so, mit den Knien schlürft. Ja, genau. So schlürfen, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Zombie kam oder... Oder nicht. Oh nein, die nächste Sackgasse. Nein, doch nicht. Okay, Morphium. Epipen. Ich hab schon so viele Zombies am Sack, dass ich mich gar nicht traue, irgendwo hochzugehen. Am Sack? Ja. Toilet Paper, apropos Sack. Passt gut zusammen, oder? Nein.
Ja, egal. Musst du damit wohl die Öligkeit deines Hodensacks entfernen? Oh, ey, ich habe Antibiotika für uns zweimal. Wow, toll, das Wichtigste überhaupt. Ja. Hier liegen Müsli-Riegel, aber ich kann die nicht nehmen, wegen einem Zombie. Ich habe aber auch nur ein Bloodbag gefunden. Ja, gut, zwei. Vielleicht haben sie die weniger gemacht. Normalerweise findest du ja in der Kiste irgendwie 10 Bloodbags und was weiß ich, 15 Bandagen. Ja, oder das haben schon welche was rausgenommen. Nee, glaube ich nicht. Das ist ja bei jedem so. Essen hätte ich jetzt sowas von genug. Da hinten liegt ein Alice Pack. Und ich glaube, da kommt ein Spieler rein. Schön. Also werde ich gleich sterben. Ich weiß noch nicht, ob es Zombie ist oder Spieler. Ja. Scheint Zombie zu sein. So, unsere kleine Rundfahrt führt uns jetzt wohin? Ich hab keine Ahnung. Nein, nicht den Rucksack wieder nehmen, verdammte Scheiße. Trottel. Nimm jetzt dieses blöde Alice Pack. Jetzt nimmst du die Sachen aus dem Petrol Pack und tust sie da rein. Genau, so macht man das. Jetzt nimmst du hier noch alles mit, jawohl. So. Und abhauen. Jetzt fahren wir mal hier lang bei bei Tscherno. Oh mein Gott. Jetzt sehe ich hier durch diese Dunkeleffekte fast schon die Straße nicht mehr. Hast du eine Waffe? Nee, ne? Nee, noch nicht. Überleg gerade, wo kriege ich eine her? Ach, hier ist der Supermarkt. Alter, ich sehe so wenig wegen diesen Lichteffekten. Ich glaube, ich muss das gleich nochmal ein bisschen anpassen. Der Supermarkt sieht ziemlich leer aus. Ein Painkiller. Stehen wieder auch in Elektro, stehen zwei Apartments rum neben der Feuerwache. Wie, was, wie, wo war? Hä? Vergiss es. Ah. So, jetzt bin ich in der Feuerwache. Bin im Supermarkt und hier ist nichts, Alter. Außer Survival ACU, das nehmen wir mal mit. Eine MP5. Ich hasse dich, aber besser wie nichts. Survival ACU, das ist doch neu. Das ist, glaube ich, der größte. Nee, 16 also der neue. Nee, dann der zweitgrößte oder auf jeden Fall großer und der ist ganz selten. Das war jemand in Elektro, schreibt jemand. Ich werde mich jetzt nicht outen, nein. Ich habe einen Razer gefunden. Ich muss mir mal hier die Achselhaare wieder trimmen. Kannst du deine Po-Falte ausrasieren endlich? Ja, dich von deinen Klabusterperlen befreien. Mm-hmm. Von deinen Winterkirschen, wie der Österreicher sagen würde. Okay, hier fährt was durch. Bist das du? Ich höre auch was. Oder ist das das? Nee, das ist das Meer. Nee, ich fahre hier nicht durch, nee. Bin gerade in der Kirche. Ja, jetzt höre ich auch nichts mehr. So, du bist jetzt in Tscherno, oder was? Ja. Komm schon, ich brauche jetzt eine Waffe hier, verdammt nochmal. Ah, ich höre die Tür. Komm schon, eine Waffe für den Papa Grantelbart. Open Door. Ah, Aufzug. Nee, da gehe ich nicht rauf. Keine Waffe, are you serious? Gehe ich mal wieder hoch ins Eckhaus und dann die Zombies können mich da natürlich in die Enge treiben und ich bin für immer tot. Boah. Meine Ausbeute ist bis jetzt auch eher mager. Oh nee, jetzt kommen die Zombies mit hoch. Nee, da kann ich da nicht rein. Weg. Ja, ich fürchte, ich muss jetzt tatsächlich so eine scheiß Brechstange nehmen, weil sonst bin ich tot. Wie wär's denn? Ich glaube, am Airfield gibt's die besten Möglichkeiten, Zeug zu finden. Wir treffen uns und dann fahren wir zum Airfield. Ja, ja, ja. Ich habe hier eine Feuerwache jetzt schon durch und eine MP5, ein Magazin. Ich hasse diese ekelhafte Scheiß-Crowbar. Oh, ich glaube, die Damage von Crowbar wurde erhöht. Ich habe jetzt. Cannot fire. Was hast du? One hit. Oh mein Gott! Ja, Headshot vielleicht. Ich habe eine Waffe gefunden. Sauber. So, eine Bandage weg. Und oben war, glaube ich, auch noch Muni dafür. Welche denn? M1911. Ja, okay.
Ich dachte schon, eine richtige Waffe hier. Ja, aber das ist immerhin besser als nichts, ne? Ist zumindest auch auf dem Sekundär-Slot, sodass man problemlos die Waffe wechseln kann, wenn Feindkontakt da ist. Zumindest fühlt man sich sicherer als ganz ohne. Ich bin jetzt gespannt, ob man in der Mod auch die Magnum-Muni umwandeln kann. Ja, kann man. Sauber. Wieso sollte das nicht gehen? Das gibt's bei manchen Mods. Echt? Ist das deaktiviert. Mhm. Okay. Oh mein Gott, da steht direkt einer hinter mir. Bring ihn um. Ein Zombie, meine ich. Ach so. Okay, jetzt brauchte ich doch einige Schläge für den Zombie. Survival ACU hat 16 und mein Alice Pack hat 16. Also sie sind gleich. Na gut, aber es gibt ja noch das Coyote Backpack, ne? Ja. Wie viel hat das? 24? Nicht mehr, ich glaube nur 20 oder so. Keine Ahnung. Oh, wurde das genervt? Ja. Jetzt komm hier hoch, du ekelhafter Opa-Zombie. Ekelhafter russischer Zombie, du. Okay, da hinten fährt was. Ich hör's. Komm schon, jetzt stirb. Na endlich, du Bastard. Ach. Oh fuck, da kommt ein LKW angefahren. Das Problemchen ist, ich könnte ein bisschen Essen gebrauchen für die Reise. Ich hab genug Essen. Ah, okay. Ja gut, dann schnapp ich mir jetzt eine Karre und fahr nach Elektro, ja? Ja. Okay. Markieren wir mal Tscherno. Da, von da kommt der Kerl. Oh fuck. Wo habe ich denn meine Karre abgestellt? Ich gehe jetzt ein bisschen außerhalb von Elektro, dass du nicht mitten ins Stadtzentrum musst. Ja. Okay, da wird schon geschossen. Schnell weg von hier! Wo habe ich denn meine verdammte Karre eingestellt? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt sind doch noch die Zombies hinter mir her. Ich sehe was in weiter Ferne, das hole ich mir. Was denn? Ein freies Free-Kondom oder was? Nein. Mhm. Ich sag mal so, ich komme dir entgegen. Gleich. Okay. Ja, komm schon. Da muss es doch was geben. Ich brauche eine Karre hier. Verdammt nochmal. Weißt du nicht mehr, wo du dein Auto hast oder was? Ja, ich laufe hier die ganze Zeit durch Tscherno. Ich habe das irgendwo stehen lassen. Alter, hier steht sogar ein Flugzeug. Aber das hängt am Baum fest. Ja. Aber das will ich gar nicht. Oh mein Gott, ich habe eine Axt gefunden. Oh, scheiß, verpisst euch, ihr ekelhaften, schwanzlutschenden Bastarde. Rage time. Verpisst euch. Geht. Geht davon, eilt davon. Geht zu eurem Mama oder zu eurem Papa oder zu Papa Roach oder keine Ahnung. Weg. Jetzt kommen sie auch noch von der anderen Seite. Na, magst du es von hinten zu kommen? Verdammt nochmal. Kann man dir irgendwie helfen? Brauchst du eine Therapie oder so? Kann man dir helfen, sagt er. Du wirkst mir ein bisschen gegrantelbärtigt. Bin auch voll gegrantelbärtigt hier. Sowas von bei den ganzen unerwarteten... Und ich habe richtig gesehen. Was hast du denn Schönes? Was? Das ist ein Pferd? Das darf doch wohl nicht wahr sein, Alter. Jetzt hast du, alte Pferdefresse, endlich das richtige Gefährt für dich, ja? Komm schon! Drop den Scheiß. Gut, das Pferd kann auch rückwärts reiten. Deck der Server. Oh mein Gott, rotes Server-Symbol. Los! I want talking now. Wie das aussieht. Ach, so geht's ganz einfach, okay. Dann komme ich jetzt mal nach Tscherno. Ja, komm mal mit deinem Pferd nach Tscherno, aber das wird... Ich denke nicht, dass das was wird, weil, ne? Weil? Ja, das ist, denke ich mal, ein Einsitzer. Ja, und dann reite ich dir halt hinterher. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Soll ich weiterlaufen lassen? Ja, mach mal. Von mir aus. Gut, dann reiten wir nach Tscherno. Auf unserem hübschen Pferd. Schauen ihn auf den Nacken, wie es vor uns vibriert. Das Pferd macht hopp, hopp, hopp. Die Kamera zappelt vor sich hin. Das Pferd ist schlecht animiert, aber es ist trotzdem ein Hammer, dass es hier Pferde gibt.
Ja, noch eine Strophe. Am Airfield ist viel los. Der Grandelbart findet's famos. Er steigt ins Flugzeug ein. Freut sich wie ein Schwein. Doch er fliegt nicht weit. Jetzt bring mich nicht raus hier. Doch er fliegt nicht weit. Waffen sind bereit. Sie zielen auf Grandelbart. Ja. Und dann ist er tot. La 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 la. Wie schaut's aus bei dir? Nimmst du wieder auf? Nein. Was ist denn los? Ja, das sag ich jetzt nicht in der Aufnahme. Ach so. Moment. Ach, du hast ja wieder einen Kackstift in die Hose gelegt. Ja, genau. Ah, so ist das. Mein Pferd läuft ganz langsam auf der Wiese. Auf der Straße ist es schneller. Es hat wohl Sommerhufen drauf, drum läuft es auf der Straße drauf. Na, 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 na. Aber ein Hubschrauber wäre mir trotzdem lieber. Zack, zack, zack. Nur schade, dass mein Pferd keine Hupe hat. Piep, piep.